Im Badenova-Stadion empfängt Freiburg im Duell der Vorsaison-Überraschungsteams Mainz. Die beiden letzten Duelle zu Hause gewannen die Breisgauer gegen die Rheinhessen mit 1:0. SC-Coach Markus Sorg mit seiner Heimpremiere. 10. Minute, Freiburg in Schwarz-Rot. Mit Butcher. Cissé. Und beinahe die frühe Führung durch den Freiburger Topstürmer. Wieder die Hausherren, 24. Minute, Macchiadi. Da fehlte nicht viel. Freiburg im ersten Durchgang feldüberlegen, aber ohne Glück vom Tor. Zur Halbzeit die Partie torlos und mit Luft nach oben. Rein in Durchgang 2, Mainz schaltet einen Gang hoch. Alagui hat freie Bahn zum Tor. SC-Keeper Baumann bekommt noch einen Fuß an den Ball und lenkt ihn an den Außenpfosten. 59. Minute, die Partie jetzt deutlich besser. Fünf Minuten später, Eckball für die Gäste. Choupo-Moting. Risse. Und der macht's. 64. Minute, Freiburg 0, Mainz 1. Marcel Risse nutzt die Verwirrung in der Freiburger Hintermannschaft und krönt seine starke Leistung mit Saisontor Nummer 1. Minute, Freiburg will den Ausgleich. Aber 05 Schlussmann Müller pariert zweimal großartig. SC-Coach Sorg, Pflichtspiel Nummer 3 und noch kein Sieg in Sicht. Noch knapp eine Viertelstunde zu spielen. Die Gäste mit Choupo-Moting. Und dessen Schuss landet an der Latte. Beinahe die Vorentscheidung. Die fällt zwei Minuten später. Freiburg stürmt, Mainz mit Platz für Konter. Risse sieht Choupo-Moting. Und diesmal trifft er das 0:2 in Minute 79. Mainz oben auf. Der SC gibt sich nicht geschlagen. Caligiuri auf Cissé. Das 1:2 in der Nachspielzeit. Freiburgs Superstürmer Papis Demba Cissé trifft im zweiten Bundesligaspiel der Saison bereits zum zweiten Mal. Das war's. Mainz gewinnt in Freiburg 2:1, startet mit 2 Siegen in die Saison. Das erinnert schon wieder ein wenig an den Start der abgelaufenen Runde. Die Bruchweg Boys sind zurück.